So, hallo und herzlich willkommen zu Trackmania 2 Stadium. Demo natürlich. Naja, es ist auf jeden Fall eine weitere Folge im, naja, wie soll ich es nennen? Wie soll ich dieses Projekt nennen? Ich habe keine Ahnung. Demo-Time oder wie soll ich die... Weil ich habe mir jetzt auch vorgenommen, eine Playlist dafür zu erstellen und ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich sie nennen muss. Beziehungsweise soll. Demo-Time oder so. Auf jeden Fall schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ich dieses Projekt beziehungsweise diese Playlist nennen soll. In dem... in die ich die ganzen Demos reinpacke. Und jetzt noch ein paar kleine Informationen zum Spiel. Wie ihr seht, das Spiel wurde von Mania Planet erstellt. Ja, erstellt, das kann man ja nicht so sagen. Auf jeden Fall, es ist ein Rennspiel. Das heißt, wir fahren Auto, ja. Und ja, ich habe mir mal die Demo mal wieder über Steam geholt, weil es halt sehr bequem ist. Und ja, eigentlich gibt es nichts zu erzählen. Dieses Spiel kann man solo spielen, als auch online. Wir werden heute natürlich ein bisschen online spielen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal gleich hier an, indem wir in diesen Bildschirm klicken. Und hier haben wir dann, wie gesagt, die Auswahl zwischen Solo und Online-Spiel. Wir nehmen natürlich Online-Spiel. Und alle Server bitte. So, da werden uns jetzt hier diese Server aufgelistet. Und naja, welchen sollen wir denn nehmen? Ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal in den Loop 100 und treten dem Server bei. Verbindung zum Server. So, jetzt sehen wir hier auch diese kleine Ladesequenz. Und Taste drücken. Gut. Aber was wissen wir? Boah, Rakamasik. Geiler Wagen, Alter. So sehen dann die Standardwagen aus, da es leider nur eine Demo ist. So, dürfen wir jetzt auch mal irgendwann spielen? Ist ja schön und gut, wie ich hier rumspringt, aber ich will jetzt auch spielen. Oh, Tschechien, wow. Irgendwie klickt jetzt hier die Musik komisch. So, jetzt können wir auch hier losfahren. Wir spielen den Modus Time Attack, meiner Meinung nach. Ich spiele das Spiel nicht sehr lange, also ich habe es natürlich angespielt. Die Steuerung ist eigentlich ganz einfach und ich lose sie gleich ab. Die Steuerung ist eigentlich ganz einfach, das Steuerkreuz vorwärts, links, rechts. Und eigentlich gibt es hier nichts mehr zu erzählen zu der Steuerung, außer halt rückgängig ist dann noch entfernen, also als würdet ihr einen Buchstaben löschen. Und hier, oh, jetzt sind wir 38. Das ist nicht so gut. So, ich habe vorher gespielt, da war ich viel besser. So, was ist jetzt los? Add Favorite. Ach komm, das ist doch ein Drecks-Server. Nee, Spiel abbrechen. Wir suchen uns mal schnell einen anderen Server, denn der Server ist irgendwie komisch. Ich habe keinen Plan. Okay, nochmal, alle Server. Jetzt müssen wir aber einen gescheiten... So, Noob 100, den haben wir gerade gehabt, den nehmen wir nicht lieber nochmal. So, was gibt es denn hier noch so zur Auswahl? Alte Säcke Fullspeed Stadium. Also ihr seht hier den Modus Time Attack. Also in Time Attack, meiner Meinung nach, also... Soweit ich weiß, geht es darum, wer die schnellste Runde fährt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe die anderen Modus noch gar nicht gespielt. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht so lange. Dann würde ich sagen, zocken wir wieder Time Attack natürlich auf einem deutschen Server. Und zwar alte Säcke. Ja, passt ja irgendwie zu uns. Okay, dem Ganzen mal wieder beitreten. Verbindung zum Server. Es wird geladen, bitte warten. So, jetzt, wenn das Ganze jetzt ein bisschen schneller laden würde. So, ganz so nebenbei, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, wir haben mal wieder ein neues Kanaldesign. Ja, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht auf unseren Kanal, da könnt ihr es natürlich sehen. Und ja, schreibt mir mal ebenfalls in die Kommentare, wie ihr dieses Kanaldesign findet. Wenn ihr Schaltes findet, dann machen wir mal ein neues. Weil, das soll natürlich auch euch gefallen. Und hier geht's sofort los. Oh, das ist aber sehr kurvig hier. Jetzt müssen wir aufpassen, damit wir nicht gegen die Wand crashen wie jetzt. Oh nein, was war denn das gerade? Jetzt müssen wir aber mit Vollspeed durch. Wie gesagt, Time Attack, wer die schnellste Runde fährt, gewinnt. Und da fangen wir lieber mal gleich nochmal an. Und so, jetzt mit Vollspeed aber. Oh, da vorne ist ein Pole. Da vorne ist ein Pole. Den Polen holen wir uns. Ah nein, der hat mir letztes Mal... Oh, jetzt haben wir den Polen überholt. Der hat mir letztes Mal Banane geklaut. Oh nee. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er mir auch nochmal einen Platz geklaut. Okay, hier drüber. Das war alles geplant. So, Zuchan, ich komme. Ich bin genau hinter dir. Oh, nein, 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 nein. Okay, alles klar, klar. Komm schon. Welcher Platz? 26. Oh mein Gott. Oh, das finde ich nicht so gut, dass die Sicht auf einmal selber wechselt.
Alles klar, wir müssen hier oben durch. Jetzt habe ich gerade bei dem einen abgeschaut, aber irgendwie kommen wir hier nicht durch. Beziehungsweise hoch. Oh mein Gott! Wie soll man das schaffen? Warte mal, ich drück mal kurz entfernen, dass wir von ganz Anfang anfangen. Dann haben wir vielleicht mehr Speed, wenn wir da in diese, wie soll ich es nennen, Schrägstrecke. Ach, kein Plan. So, jetzt kommen wir jetzt hier schnell vorbei. Oh, das war jetzt gut gefahren. Das muss ich jetzt wirklich zugeben. Jetzt komme ich hier durch die Kurve. Oh nein! Oh, so, ja genau, das war ja geplant. Alles klar, das ist richtig, richtig, richtig. Komm schon weiter. Weiter. Nein, 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 nein! Oh Mann, das sind wir so gut durchgestartet. Jetzt kommt, der verfolgt uns. Wir müssen jetzt vor dem abhauen. Also wie ihr seht, man kann hier auch nicht puffen. Das finde ich recht geil gemacht, dass man jetzt halt nicht in die anderen Wagen einfährt. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen unlogisch und, naja, unfair oder halt, keine Ahnung. Wenn man jetzt die ganze Zeit die anderen puffen würde, das würde ja die Zeit beeinflussen. So, und der andere ist gerade mal wieder runtergeflogen. Ja, wie gesagt, hier gibt es einen Boost und dann schafft man das auch hier runterzufahren. Oh, das war aber knapp, Leute. Das war knapp. Zum Glück haben wir das geschafft. So, jetzt hier durch den Tunnel. Und welcher Platz sind wir? Sechster! Was? Wir sind Sechster, Mann! So gut! Oh mein Gott, ich war noch nie so gut! Oh nein! Sechster noch immer, okay. Komm schon. Meine Leute. Meine Fresse, ich war wirklich noch nie so gut in diesem Spiel. Nein! Nein! Wir sind noch immer Sechster. Naja, ich setze mich mal schnell zurück und jetzt mit Vollspeed. Lol, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Und jetzt werden wir wieder hier nicht hochkommen. Oh mein Gott! Somit, oh Mann, ich crash da immer diese Wand. Also, wenn wir jetzt hier nicht vorbeikommen, dann... Ich weiß nicht, wir waren gerade eben Sechster. Oh mein Gott, das klappt jetzt wirklich nicht. Ja, da fangen wir wieder mal von ganz vorne an. Aber da müsste es doch eigentlich einen Checkpoint gegeben haben auf dieser anderen dann, auf dieser nächsten Strecke. Und hier mal wieder alle überholt. Oh, 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 nein, das war schlecht, das war schlecht. Wir müssen leider nochmal von vorne anfangen. So, jetzt müssen wir es aber besser machen. Zu dieser wunderschönen Musik. Oh nein, oh nein. Wieso bin ich jetzt auf einmal so schlecht? Die vorigen Runden waren doch so gut. So, hier am Polen vorbei, der gerade ein bisschen schläft. Okay, gut, gut, gut. Hier ein bisschen bremsen. Hier vorbei. Lol, wie ist denn der Deutsche gerade hier so schnell vorbeigekommen? Dann hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt komme ich da wirklich nicht hoch. Oh mein Gott. So, jetzt komm schon. Jetzt geht's hier schnell vorbei. Nein, jetzt haben wir wieder die Wand getroffen. Das gibt's doch nicht. So. So nebenbei, wenn wir gerade hier so schön fahren. Wie gesagt, ich kann ja zurzeit kein Happy Wheels mehr aufnehmen. Und ja, ich bin gerade hier am Tüfteln, wie ich das machen kann. Ich werde das jetzt wahrscheinlich, naja, mit Fraps versuchen irgendwie aufzunehmen. Und ja, vielleicht wird es dann schon morgen, übermorgen eine neue Folge Happy Wheels geben. Auf jeden Fall würde ich mich hammermäßig freuen, wenn ich wieder Happy Wheels aufnehmen könnte. Denn das ist ja eigentlich sozusagen mein Hauptprojekt, das ich eigentlich unendlich lang, also die ganze Zeit machen kann. Und das mir auch richtig Spaß macht. Und ja, ich bin halt gerade hier am Tüfteln, wie ich das wieder aufnehmen könnte. Weil mein Camtasia, das nimmt ja mein Systemaudio nicht mehr auf und ich habe keinen Plan, wieso. Vielleicht wisst ihr ja irgendwie einen Rat. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Alle, eure Finger werden danach bluten, nachdem ihr fertig seid mit Kommentare zu schreiben. So viel, wie ich euch heute aufgebe. Aber nee, ganz ehrlich, mir macht es richtig Spaß, Kommentare zu lesen. Also ganz ehrlich, ich freue mich über jeden Kommentar. Ja, über Hater-Kommentare und so, die dann sagen, ich mache nur scheiß Videos und so. Die sind zwar nicht so nett, aber naja. So, jetzt müssen wir wieder... na gut, komm, adden wir den zum Favorite. Und können wir jetzt weiterspielen? Wieso können wir jetzt nicht weiterspielen? Ich habe gedacht, man muss ihn zum Favorite adden und dann kann man weiterspielen. Spiel fortsetzen. Lol, was ist jetzt los? Hallo? So, okay, jetzt ladet es. Komischer Ladebildschirm. Das habe ich ja noch nie gesehen. Fetti Production Presents.
Okay, ich glaube, Bitter End La Fetti. Ich glaube, jetzt wurde eine neue Map geladen. Helfern? Naja, danke schön. Aber ich würde jetzt auch gerne zocken. So, jetzt geht's hier auch weiter. Mit einer neuen Map. Also man kann hier auch die Sichten wechseln. 1, 2, 3 sind die Sichten. So, jetzt hier nochmal die 1er Sicht. Wir müssen da hoch. Okay. Hä? Müssen wir wirklich hier hoch? Ich schaue mal kurz bei den anderen, wohin die hinfahren. Weil ich habe nämlich keinen Plan, wohin wir hin müssen. So, jetzt wieder hier. Gut. Wir fahren mal Hafen-Kasper nach. Wenn wir es schaffen. Ah, alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Ich glaube, das schaffen wir nicht. So, jetzt mit Vollspeed. Jetzt kommen jetzt Vollspeed. Und schaffen wir es? Nein. Mist. Oh, sorry. Jetzt hier rückgängig wieder. So, jetzt hier wieder den Looping. So, jetzt müssen wir es aber schaffen. So, oh Mann, wieso crasht da immer an die Wand? Jetzt werde ich immer langsamer. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Oder? 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 Komm schon. Und Aufprall. Und weiter. Oh, jetzt sehen wir natürlich nicht, wo wir gelandet sind. Naja, nochmal rückgängig. So, jetzt hier wieder durch den Boost unter den Looping rein. Und Vollgas. Jetzt nicht an die Wand hier. Perfekt, perfekt, perfekt. Und nein! Nein! Und in das Wasser. Das war so knapp. Komm, diesen Looping müssen wir noch zum Schluss schaffen. Mit Vollgas hier. Der erste Looping ist ja gar nichts. Das ist für Anfänger. Aber beim zweiten muss man aufpassen, dass man dann nicht an die Wand weg. Und dann hier auch gescheit ankommt. Oh mein Gott. Also der Looping ist echt irgendwie schwieriger. So. Jetzt hier wieder den ersten Looping, der kein Problem ist. Jetzt muss die Sicht ein bisschen schneller wechseln. Und jetzt gleich hier. Oh mein Gott, wie schwierig ist denn das? Wer schafft es denn? Oh mein Gott. Das schafft doch keiner. So, jetzt hier wieder den Looping. Ja, ja, kennen wir schon, alles klar. Hier und jetzt hier. Oh mein Gott, wie geht das? Wo landen wir? Auf der Wiese. Naja, dann versuchen wir es noch ein paar Mal. Das kann aber doch nicht sein, dass wir das jetzt nicht schaffen. So. Hier den ersten Looping jetzt nicht an die Wand. Wohin fahren die alle? Oh, guck, die fliegen auch alle raus. Die fliegen auch alle ins Wasser. Wie soll man das aber schaffen? Ich habe also überhaupt keine Ahnung. Jetzt versuchen wir das jetzt noch zum letzten Mal. Zum allerletzten Mal. Ah, nein, nein! Nein. Na komm, noch zum letzten Mal, weil wir angestoßen wurden. Angestoßen sind an der Wand. Na komm, jetzt mit Vollspeed. Und durch. Und jetzt hier die Sicht schnell ändern. Und jetzt kein Problem, Looping. Und jetzt wieder zurück. Nein, 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 nein! Und der Aufprall. Und wir liegen auf dem Rücken. Naja, auf jeden Fall, dann brechen wir hier mal das Spiel ab. So. So, jetzt sind wir hier wieder im Menü. Auf jeden Fall, das war's mit Trackmania 2, der Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert mich. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, dieses Spiel zu spielen, holt es euch über Steam oder was weiß ich woher. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich werde es auf jeden Fall noch nicht von meinem PC löschen und noch ein bisschen weiter zocken. Auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Naja, ich mag generell auch so Rennspiele. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Demo-Time oder sogar schon morgen über... oder in den nächsten Tagen bei Happy Wheels. Adios!